Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Rumpelkiste-Video. Manch von euch kennt vielleicht diese Location hier noch zum Filmen, denn hier filme ich normalerweise, wenn ich neues Video-Equipment auspacke. Und eigentlich habe ich nicht gehofft, dass es dazu kommen wird, aber heute ist wieder so ein Tag. Es gibt neues Equipment, nicht ganz freiwillig, weil in den USA ist mir ja leider meine Hauptkamera, meine Sony Alpha 7S, kaputt gegangen. Ich werde die noch zur Reparatur einschicken. Ich habe heute schon versucht, einen Reparaturtermin auszumachen und so weiter und so fort, aber ich weiß einfach nicht genau, was mit der passieren wird. Status quo ist aber einfach, sie ist kaputt, sie funktioniert nicht, ich kann sie nicht verwenden und dementsprechend muss ich mich jetzt um einen Ersatz kümmern, denn YouTube geht natürlich weiter und ich kann nicht einfach aufhören, Videos zu machen. Das heißt, ich war bei Amazon unterwegs und habe mir dieses Paket hier bestellt, was wir jetzt einfach mal heute zusammen auspacken. Denn da sind eine ganze Menge spannende Dinge drin. Dazu sei noch gesagt, diese Kamera, die hier drin ist, ist jetzt nicht wirklich der Ersatz für die Sony Alpha 7S, weil ich wollte jetzt kein Downgrade von der 7S machen. Deswegen habe ich, Spoiler Alert, eine Alpha 7R 2 bestellt als Ersatz für die 7S. Die braucht allerdings noch ungefähr 3 Wochen Lieferzeit. Und bis dahin braucht natürlich auch eine Kamera und deswegen seht ihr jetzt, was hier in dem Paket drin ist. Das ist aber nicht nur eine Übergangslösung, sondern auch eine Kamera, die ich danach weiterhin verwenden werde. Denn, wie ihr vielleicht wisst, war das hier bisher meine Zweitkamera auf meinem Kanal. Die Samsung NX500 ist eine schöne 4K-Kamera, kann man eigentlich nicht sagen, hat einen sehr guten Autofokus. Aber es gibt eine Menge Dinge, die mich an der Kamera stören. In meinem Review dazu habe ich zum Beispiel gesagt, diese Kamera wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, keine Videokamera sein zu wollen, obwohl sie es eigentlich kann. Und das nervt im Alltag. Man muss die Dateien umkodieren, man kann nicht vernünftig manuell fokussieren. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die dagegen sprechen. Es gibt keine sonderlich guten Objektive und so weiter und so fort. Und dementsprechend wird diese Kamera hier, die NX500, höchstwahrscheinlich von der Kamera ersetzt werden. Und die Kamera hier ist so gut, dass sie, bis die Sony Alpha 7R 2 eintrifft, sie sogar die Alpha 7S ersetzen kann. So, genau. Genug gelabert. Ich würde sagen, wir machen uns langsam mal daran, das Ganze hier aufzuschneiden, damit ihr möglichst schnell dazu kommt, dass ihr diese Leclerc-Qualität nicht mehr ertragen müsst. Könntet ihr euch vorstellen, wenn ich ein Felix-Paar-Video mit der Leclerc aufnehme? Das wäre ja komplett albern. So, Paket wird aufgeschnitten. Ich halte mal hier Adresse und so weiter zu. Und wir haben hier drin ganze 5 verschiedene Dinge. Ich bin richtig durchgebrannt. Ich war wie eine Frau beim Shoppen. Ich konnte mich nicht mehr zurückhalten, als ich da nach Equipment geshoppt habe. Gut, die ersten 2 Dinge sind aber relativ unspannend. Und zwar ist das hier ein Joby Gorilla Pod und noch ein Joby Gorilla Pod. Warum habe ich 2 neue Gorilla Pods gekauft? Ganz einfach. Diese Dinger hier sind super geil. Ich benutze sie sehr, sehr gerne zum Vloggen und ich könnte nicht mehr ohne sie vloggen, aber sie leiern super schnell aus. Ich war jetzt mit dem hier, dieser Gorilla Pod hier, der ist neu, den habe ich während der IFA das erste Mal benutzt und jetzt während der ganzen Amerika-Reise gehabt. Aber selbst der verliert langsam schon wieder an Haltkraft. So, ich habe jetzt 30 Tage quasi fast mit dem Daily Vlog und der ist langsam einfach mal durch. Ich kann ihn zwar noch ein paar Tage verwenden und wahrscheinlich sogar noch ein paar Wochen zum Vloggen, aber irgendwann wird er auch wieder durch sein. Ich habe mir gedacht, wenn ich gerade beim Equipment bestellen bin, bestelle ich 2 neue Gorilla Pods, damit ich, sobald der hier komplett durchgeleiert ist, neue habe, mit denen ich dann den hier ersetzen kann. Ich weiß, es gibt auch noch einen größeren, stärkeren Gorilla Pod, der ein bisschen teurer ist, der nicht so schnell ausleiert wie die Zoom-Modelle, nämlich das Focus-Modell, aber der ist mir zu schwer und zu groß, weil der ist nochmal so ein ganzes schönes Stück länger. Und der macht dann das Balancing irgendwie für mich ein bisschen kaputt, weil meine Kamera ist nicht so groß, also die 7S und die jetzt hier drin ist auch nicht. Und dann ist es, naja, hält sich total blöd in der Hand. Deswegen, Gorillapod Zoom bleibt aufs erste Mal mein Go-To-Stativ für Vlogs. Und 2 neue habe ich davon bestellt, damit ich den Ausleihenden ersetzen kann. Gut, was haben wir noch hier drin? Erstmal fangen wir mit dem langweiligsten wieder an. Oder mit dem spannendsten, je nachdem wie man will. Und zwar habe ich hier eine SD-Karte. Ja, klingt erstmal langweilig, aber das ist nicht nur irgendeine, sondern eine 256 GB Karte der Klasse 10 U3 mit 95 MB pro Sekunde Schreibgeschwindigkeit oder Lesegeschwindigkeit, wie auch immer. Aber das ist auf jeden Fall absoluter High-Standard, was SD-Karten angeht. Und halt ziemlich groß, 256 GB habe ich gesehen bei Amazon für 70 Euro, glaube ich. Und dann habe ich mir gedacht,
70 Euro für 256 GB gibst du mir her, weil in meinen bisherigen Kameras war die größte SD-Karte, die ich hatte, 64 GB. Beim Vloggen ist die relativ schnell voll geworden und da ich mit der A7 R 2, wenn sie kommt, in 4K vloggen kann und auch mit der Kamera, die hier drin ist, theoretisch in 4K vloggen kann, habe ich mir gedacht, mehr Speicher tut nicht weh. Aber gut, jetzt kommen wir zu der großen Enthüllung. Was ist das für eine Kamera geworden? Tada! Eine Sony, ich bin voll im Ökosystem drin gefangen. Eine Alpha 6300. Und ja, ich weiß, ich habe eigentlich mal gesagt, Alpha 6300 werde ich mir nie holen, weil es für mich keinen Sinn macht, weil ich eine Alpha 7S habe. Aber da habe ich nicht gewusst, dass die 7S mal irgendwann Vergangenheit sein wird. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht kann man sie ja reparieren, aber wir werden sehen. Bis dahin ist aber auf jeden Fall jetzt hier die 6300 das Ersatzschiff, einfach aus dem Grund, weil diese Kamera sehr, sehr fähig ist. Das ist eine Kamera, ist, bei der ich mich nicht mit schäme, irgendwie Felix Bar Videos zu produzieren und auch Vlogs wirklich sehr gut mit ihr produzieren kann. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch eine Kamera, die nur einen Bruchteil kostet von dem, was zum Beispiel eine Alpha 7 R 2 kostet, mit der ich die Alpha 7S jetzt ersetzen werde. Und ja, warum ich die R 2 übrigens gewählt habe, dazu kann ich ein ganz eigenes Video machen, weil viele fragen sich jetzt vielleicht, warum hast du keine S2 genommen? Aber dazu komme ich dann, wenn die Kamera ankommt und wir wieder hier sitzen und die auspacken. Jetzt heißt es erstmal Alpha 6300. Super spannendes Ding, was soll man dazu sagen? Es ist mehr oder weniger der kleine Bruder von der Alpha 7S. Es ist auch eine Kamera von Sony, es hat dasselbe Objektivsystem wie die Sony und es hat auch sehr viele andere Dinge gleich mit der Alpha 7S. Es hat die gleichen Akkus, wie gesagt, man kann die gleichen Objektive drauf verwenden, beziehungsweise das ist halt eine APS-C-Kamera und die 7S ist eine Full-Frame, aber theoretisch ist es das gleiche Bajonett, was zum Beispiel mir erlaubt, meinen Adapter weiterhin zu verwenden und so weiter und so fort. Und es ist erstmal dasselbe Ökosystem, aber es ist auch eine Kamera, die in 4K aufnehmen kann mit einem Full-Sensor-Readout und eine Kamera, die einen sehr guten Autofokus hat, was es mir erlaubt, bei Unboxings die NX500 tatsächlich als Produktcam zu ersetzen, was mich sehr, 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 sehr glücklich macht. Vielleicht kann ich ja auch ab jetzt 3 Kameraperspektiven bei Unboxings verwenden. Wer weiß, das könnte ja auch eine coole Idee sein. Aber ja, ich denke, ich höre mal auf zu lernen. Was laber ich eigentlich immer? Diese scheiß Equipment-Unboxings, die gehen immer irgendwie so locker 20 Minuten oder so, obwohl ich die ganze Zeit durchlaber, ohne einen einzigen Schnitt. Ey, es ist unfassbar. Aber gut, wir machen jetzt hier mal auf. Oben drin ist erstmal eine Menge Equipment. What the fuck? Also da ist wirklich ein dickes, dickes Buch drin. Ja, werde ich nie lesen. Wir haben da drunter, jetzt geht's aber schon direkt los hier, also die warten keine Sekunde, die Kamera, aber daneben kann ich ja auch erstmal noch hier ein Stromstecker für UK. Ach, wie toll, nur für den Fall, dass man mal auswandern sollte. Ein europäischen Stromstecker. Wir haben ein Dings zum Durchgucken für den elektronischen Sucher. Wir haben ein Band, um es um die Kamera zu machen. Immer cool, sowas dabei zu haben. Für Filmer nicht so geil, aber für Fotografen auf jeden Fall fresh. Ein Micro-USB-Kabel, weil ich von denen noch nicht genügend habe. Ein Akku-Ladegerät. Ah, nee. Ein Netzteil für die Kamera selbst. Und natürlich einen Akku. Das Schöne ist, weil ich ja die Alpha 7S schon so lange benutzt habe, ich habe eine ganze Menge von diesen Akkus. Und die Akkulaufzeit von diesen Sony-Kameras ist ja nicht so geil, da braucht man eine Menge Akkus. Und dass ich jetzt schon auf ein Reservoir von 5-6 Akkus zugreifen kann mit dieser neuen Kamera, ist natürlich erstmal eine angenehme Sache. Ich hole jetzt aber mal die Kamera selbst heraus, drunter ist nichts mehr, das heißt, das kann ich wieder zur Seite packen. Und so. Der große Moment. Da. Tatsache, hier haben wir sie. Die Alpha 6300 fühlt sich tatsächlich, also ich meine, es ist das kleine Schwestermodell von der Alpha 7 Reihe, ne? Und es fühlt sich tatsächlich auch genauso an. Also wenn ich diese Kamera in der Hand halte, habe ich so das Gefühl, ja, das ist das Modell, das eins kleiner ist als die 7S, weil es ist so ähnlich in so vielen Dingen, aber einfach kleiner. Nicht so viel kleiner, wie man denken könnte. Also ich mache mal hier das Objektiv von der 7S ganz kurz ab. Hoffentlich kommt kein Staub rein, aber nur damit ihr das mal seht. So sind die unterschiedlich. Also die ist nicht so viel kleiner jetzt, die APS-C-Kamera. Sie ist auch nicht sonderlich viel dünner oder so, aber sie ist ein bisschen leichter. Kann man das so... Nein, eigentlich ist es ja auch nicht leichter. Die sind eigentlich genau gleich schwer. Ja, also
ändert sich nicht so viel. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass sie keinen Hubbel mehr hat, wo der Viewfinder ist. Der Viewfinder ist hier so an der Seite drin. Und, ja, der hat halt keinen Fullframe-Sensor, ne? Was sehr schade ist. Aber ansonsten klappt das Bild, dass sich nicht ganz rumklappt. Wie nervig. Anschlüsse und so weiter und so fort, ist alles recht ähnlich. Krass. Und auch sehr hochwertig verarbeitet, ist nicht schlecht. Also, dass man bei einer Alpha 6300, was eine günstige, in Anführungsstrichen, APS-C-Kamera ist, halt im Vergleich zu den großen Brüdern, auch trotzdem so eine geile Verarbeitung bekommt, ist nicht gerade wack. Ich mach mal da einen Akku rein. Siehst du mal, ich habe den Gewichtsvergleich ohne Akku gemacht. Wir können jetzt nochmal mitmachen. Und auch mit Objektiv, damit es schön fair ist. Ah ne, tatsächlich, also ich würde fast sagen, die 6300 wiegt mehr als die 7S. Schwierige Sache. Aber es ist beeindruckend. Die sind fast gleich groß, also wirklich. Hätte ich nicht gedacht, dass man wirklich so... Ich meine, was ist denn das für ein riesiger Unterschied bei Canon zwischen der 5D und der 600D? Weil das ist quasi dasselbe, was hier passiert. Die 7S ist eine 5D und die 6300 ist eine 600D. Nur viel geiler, weil kann ja 4K. Yeah. Aber dass die so nah aneinander sind, das ist schon... Ich meine, ich sehe nicht das erste Mal in meinem Leben eine 6300, verstehen wir nicht falsch. Aber ich halte das erste Mal in meinem Leben diese zwei Buddies nebeneinander. Nicht schlecht, nicht schlecht. Da fühle ich mich wenigstens gleich wie zu Hause. Ich mache mal hier erstmal ein Objektiv dran. Oh nein, ich habe gerade den Deckel abgemacht. Dann sieht man das. Der schöne Full-Frame-Sensor versus APS-C. Ah, ein Glück habe ich die 7R bestellt, dann bleibe ich bei der. Naja, aber gut, ich mache mal hier das Objektiv ab, aus dem einfachen Grund, dass ich hier mal eins dran machen kann. Das hier ist jetzt das Sony Zeiss 16-35mm, ist ein Full-Frame-Weitwinkelobjektiv, das heißt, auf der 6300 sieht es jetzt nicht sonderlich weitwinklig aus, aber ich kann es verwenden. Und ja, das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich mir noch meine 7R geholt habe, damit ich dieses Objektiv weiterverwenden kann, weil ich liebe dieses Objektiv. Was man damit hinbekommen kann, ist schon richtig krass. Aber gut, es ist nicht das Objektiv, was ich plane, für immer an der 6300 zu verwenden und vor allem auch nicht beim Vloggen daran zu verwenden, weil es ist ja viel zu groß für die Kamera und eigentlich nicht das, was man haben will. Deswegen habe ich hier noch ein Objektiv. Wie cool. Und zwar das Sony 10 bis 18 mm, was quasi ganz genauso wie beim Kamerabuddy auch die entsprechende APS-C-Version von diesem Objektiv ist. Das heißt, ich habe genau dasselbe Setup, wie ich bisher hatte, nochmal bestellt, nur in ein Level günstiger und ein Level kleiner. Das ist eigentlich ziemlich cool, da bleibt ziemlich viel ähnlich und ich muss mich nicht sonderlich stark umgewöhnen. So, ich hole das mal hier raus, das sollte jetzt nicht so komplex verpackt sein. Ziemlich dick hier innen ausgeführt hat, dass es nicht kaputt geht. Finde ich cool. Nicht, dass schon bei der Auslieferung das passiert, was mir dann, was mir dann leider Gottes in New York passiert ist. Aber das ist ja lächerlich leicht, sag mal. Das ist ja lächerlich leicht, das Objektiv. Also ich mache es jetzt mal hier nochmal das alte ab. Das hier ist die Full-Frame-Variante, das ist die APS-C-Variante. Und jetzt kommt der Gewichtsunterschied ins Spiel. Also jetzt merkt man es wirklich. Weil APS-C-Objektive müssen halt nicht so groß sein. Die sind beide komplett aus Metall und Glas gefertigt. Von daher wiegt es nochmal deutlich mehr als das. Ja, das wird erstmal angenehm. So, ich mache mal das hier so rum. Dumm. Mach das hier fest. Tada! Und da habt ihr es. Das ist die neue Ersatzcam für Vlogs erstmal. Das heißt, wenn der nächste Vlog kommt, kommt der aus dieser Kamera. Natürlich! Ja, das ist das Schöne daran, wenn man im Sony-Ökosystem bleibt, kann ich auch weiterhin mein heißgeliebtes Gamzoom-Mikrofon verwenden, was erstaunlich schlechte Bewertungen auf Amazon hat, aber ein richtig gutes Mikrofon ist meines Erachtens nach. Das kann ich einfach reinsliden und dann bleibt das wie gehabt. Und ich kann natürlich hier auch meinen Gorillapod dran machen. Werde ich gleich mal machen, dann sehe ich, wie sich das hier so alles anfühlt. Aber erstmal möchte ich nochmal hier kurz den Größenvergleich ziehen zwischen der Alpha 7S mit 16 bis 35 mm Objektiv und der Alpha 6300 mit 10 bis 18 mm. Also jetzt, wenn ich die beiden Kameras so in der Hand habe, die sind ja wie gesagt die
quasi, die stehen in einer Reihe. So wie ich die jetzt nebeneinander halte, ist die 7S quasi die Full-Frame-Variante mit Weitwinkel-Zoom-Objektiv. Und die 6300 ist auch die APS-C-Variante, aber auch mit Weitwinkel-Zoom-Objektiv. Das Bild, was man jetzt aus den beiden rausbekommen kann, ist sehr ähnlich, mit dem Unterschied, dass hier der Autofokus deutlich besser ist, aber hier die Lowlight-Performance extrem krass ist und man natürlich auch Full-Frame hat, also mehr Bokeh. Ansonsten gibt es aber auch noch ein paar andere Unterschiede. Zum Beispiel hier ist intern 4K möglich, bei der 7S nicht. Interessant. Aber jetzt werde ich erstmal das hier einschicken an Sony, dass sie die reparieren können, hoffentlich. Und das hier wird für die nächsten 3 Wochen, bis eine 7R2 hier eintanzt, meine Hauptkamera. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, hey Felix, 10 bis 18 mm Objektiv, ist vielleicht ganz fresh zum Vloggen und so weiter und so fort. Aber dieser Superweitwinkel ist ja mal für Tech-Reviews komplett behindert. Und da habt ihr natürlich recht. Deswegen habe ich noch ein Objektiv, aber keine Sorge, das habe ich nicht gekauft, das habe ich ausgeliehen von meinem lieben Kollegen Valentin Möller. Vielen, vielen Dank. Und zwar ist es das hier. Das ist das sogenannte King-Objektiv, wie viele dazu sagen, denn es ist das Sigma 18 bis 35 mm. Und das ist ein Zoom-Objektiv, aber das ist ein Zoom-Objektiv, von dem man sagt, dass es so scharf sei wie eine Festbrennweite in jedem Bereich, also egal wie viele Millimeter ihr einstellt, es ist immer wie, als hättet ihr eine Festbrennweite in dem Millimeterbereich. Und es ist ein F1.8 Objektiv oder F2.8, lass mich nicht lügen, doch F1.8 Objektiv. Das ist krass, ne? Also da kriegst du richtig heftiges Bokeh hin. Es ist aber ein APS-C-Objektiv und ich hätte mir das wahrscheinlich schon längst gekauft, wenn ich nicht auf Full-Frame-Kameras stehen würde. Aber jetzt, da ich hier auch eine APS-C-Kamera im Haus habe, kann ich ganz feierlich dieses Weitwinkelobjektiv auch mal abmachen und als Ersatz hier dieses Objektiv festschrauben. Dann wird das Setup auf einmal viel, viel größer, komplett unausbalanciert. Es ist wirklich super albern, man hat diesen kleinen Kamerabuddy und dieses riesige Objektiv. Aber jetzt, wenn ich das Ganze mal einschalte, ich hoffe, ich kann das einfach so einschalten. Weiß man ja nie so genau. Dead on arrival! Wahrscheinlich geht es jetzt nicht an. Wahrscheinlich ist einfach der Akku leer. Hoffen wir es mal. Nehmen wir den Akku aus der iPhone. Das haben auch so viele gesagt, als ich gesagt habe, meine iPhone 7S ist kaputt. Hör, probier mal einen vollen Akku aus. Leute, für wie blöd haltet ihr mich? Der Akku ist auch leer. Hä? Was zur Hölle? Also ich habe verschiedene Akkus mit der iPhone 7S ausprobiert. Moment mal. Jetzt werde ich erstmal losgehen und verschiedene Akkus holen. Tada! Ein Sony-Akku, ey, das war jetzt mal. Den zu finden, da prahlt man so sehr damit, wie cool es ist, in einem Ökosystem auf eine andere Kamera zu wechseln, weil man dann immer volle Akkus da hat. Ich hoffe, der ist voll, ey. Yeah! Krass. Ich mach mal straight hier die SD-Karte rein und dann kann ich euch vielleicht auch schon direkt zeigen, wie das Bild aus dieser Kamera so aussieht, weil da werden sich jetzt sicherlich einige von euch auch für interessieren. Ich weiß, es ist jetzt nicht der most scientific Test, hier einfach mal so random anzufangen rumzushooten, aber was soll's. Besser ein bisschen Test-Footage als gar kein. Ich gehe mal in Video-Mode, oh yeah, starte die Aufnahme. Und zeige euch jetzt mal, wie das hier aussieht, wenn die Liquia hier vor mir schwebt. Ihr seht schon, es ist mega, mega krass im Hintergrund unscharf. Bin ich überhaupt auf... Haha, hier, also erster Fehler. Es ist nicht in 4K. Das ist ja Format 4K. Haha, genau. Versucht er gerade Auto zu fokussieren? Lass mal bleiben. So, hier, das hier ist die Liquia. Ja, jetzt könnt ihr es sehen. So steht sie vor mir. Da hinten habe ich noch externen Ton, hoffentlich, falls er nicht abgeschmiert ist. Und ja, so sieht es aus. Ich kann natürlich auch noch ein bisschen weitwinkliger gehen. Nur noch da hat man noch eine ganze Menge Bokeh mit diesem Objektiv. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Aber so ist natürlich so, ach, was man da für Makroaufnahmen machen kann, ey. Ist ja heftig. Canon Liquia Mini. Bam. Ja, also das hier ist das Objektiv auf jeden Fall, was ich verwenden werde, wenn ich Felix Bar Videos shoote in den nächsten Wochen. Und für Vlogs werde ich das hier verwenden. Das schöne, weitwinklige
10 bis 18 mm. Ich mache jetzt hier auch gleich mal straight den Test, weil wir wollen ja nicht so sein. Wir können ja hier direkt im Video, es ist eh schon lang genug, da kann man auch noch ein bisschen rumalbern, noch ein paar Tests schieben. Und zwar werde ich jetzt hier zum Beispiel mal versuchen, das, genau, hier den Gorillapod festzumachen, so dass man hier den Vlog-Setup-Style gleich hat. Aber tada, da habt ihr's. So sieht ein Vlogging-Setup aus mit einer Sony Alpha 6300. Und ihr seht jetzt auch gerade schon das Bild von der Kamera. Hoffentlich, wenn alles klappt. Und ich kann ja jetzt mal einfach hier so ein bisschen durch die Wohnung laufen. Was ich mir erhoffe, ist vor allem, dass der Autofokus, ich kann schon gar nicht mehr reden, der Autofokus mit dieser Kamera hier deutlich besser sein wird als mit der 7S. Und wahrscheinlich, also ich meine, die 7R2 ist auch ziemlich gut, wenn die dann kommt. Aber so erstmal, damit ich was habe, was ziemlich gut autofokussieren kann. Ich kann ja mal sehen, ich sehe ja das Display nicht. Das ist ja die belastende Sache. Und ich kann es einfach mal selber, oh, wie schön, das ausprobieren. Aber ich merke schon jetzt, also bei der 7S ist es teilweise sehr belastend, wie lange sie zum Fokussieren braucht. Aber hier ist es ja, ich meine, es ist kein Galaxy Note 7, aber it's a breeze. Es ist vor allem auch so sicher. Ich halte die Hand davor. So, man kann mal Ellie zeigen und Ellie ist sofort scharf. Tada, Tatsache. Und natürlich auch wieder auf vollen Weitwinkel gehen. Da hat man diesen Weitwinkel-Flair. Ich hasse das so sehr beim Vloggen. Ich habe das jetzt die letzten Tage so sehr gemerkt, wo ich mit der NX500 gevloggt habe, dass, also ich musste teilweise auf die Leica umsteigen, weil es nicht geht. Ich sehe jetzt mal hier hinter mir im Spiegel, weil hier ein großer Spiegel steht, wie die Footage aussieht. Da ist echt okay, kann man nichts sagen. Weitwinkel ist auf jeden Fall am Start. Lowlight, wer weiß, wie ist das mit einer 6300? Ich drehe mich mal hier so um. Vielleicht okay, aber so gut wie bei einer 7S auf jeden Fall nicht. Ja, aber es ist schön und sehr angenehm, wieder eine normale Kamera zu haben. Die sollte mich jetzt erstmal über die nächsten 3 Wochen bringen und ihr könnt auch gerne weitere Videos erwarten in den nächsten 3 Wochen mit dieser Kamera. Und dann kommt irgendwann noch ein Update, wenn die 7R 2 da ist und natürlich auch nochmal eins, wenn ich weiß, ob ich die hier, die 7S, reparieren kann oder nicht. Ich schwimme jetzt auf jeden Fall erstmal in die Kamera-Equipment und würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es war euch nicht zu langweilig und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Nimmt die immer noch auf?